China hat seine Militärübungen rings um Taiwan fortgesetzt und einen Angriff auf die als eigenes Territorium beanspruchte Insel simuliert. Dabei seien Präzisionsangriffe auf wichtige Ziele auf Taiwan selbst sowie in den umliegenden Gewässern geprobt worden. Das meldeten staatliche chinesische Medien am Sonntag, unter anderem mit diesen Bildern. Das Verteidigungsministerium von Taiwan berichtete von mehreren Einsätzen der chinesischen Luftstreitkräfte. Bis zum Mittag seien 58 Kampfflugzeuge und 9 Kriegsschiffe gesichtet worden. Das auf 3 Tage angesetzte Manöver hatte am Sonntag begonnen, einen Tag nach der Rückkehr von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen von einer USA-Reise. In Taiwans Hauptstadt Taipeh sorgte das Manöver Chinas am Sonntag für gemischte Reaktionen. Die Reisen von Präsidentin Tsai in verschiedene Länder haben den Effekt, dass Taiwan international stärker wahrgenommen wird. Natürlich lässt sich eine gewisse verbale und militärische Einschüchterung durch China nicht vermeiden. Aber ich denke, da diese schon so lange andauert, ist es gar unmöglich, sie zu beenden. Ich bin vorbereitet. So hat mein Kind etwa einen ausländischen Pass, um ausreisen zu können. Ich plane also sehr weit im Voraus, so diese Frau. Sie habe den Eindruck, dass China mit den Manövern eine Art Warnung formuliere. China spricht von Vereinigung und droht mit militärischen Aktionen, was ich für ziemlich sinnlos halte. Ich denke, dass es besser wäre, wenn wir einfach unser Leben weiterleben könnten wie bisher und Taiwan einen höheren Status und eine international bessere Position erreichen könnte. Der Status Taiwans, das nur von wenigen Ländern als unabhängig anerkannt wird, ist einer der Hauptkonfliktpunkte zwischen den USA und China. Die Vereinigten Staaten unterhalten zwar wie viele andere Staaten mit Rücksicht auf die Volksrepublik keine formalen diplomatischen Beziehungen zur Insel. Sie unterstützen das Land jedoch mit militärischer Ausrüstung und sind dessen wichtigster Lieferant von Rüstungsgütern. China hat die Reise der Präsidentin Taiwans Tsai in die USA scharf verurteilt. Die Vertretung der USA auf Taiwan teilte am Sonntag mit, die Vereinigten Staaten beobachteten Chinas Manöver rund um die Insel genau. Man sei zuversichtlich, ausreichend Mittel und Kapazitäten in der Region zu haben, um Frieden und Stabilität zu gewährleisten.